So Leute, heute ist ein neues Päckchen gekommen. Da sollte ein iPhone 12 drin sein. Gucken wir mal. Yep, ein iPhone 12 in Blue, Pacific Blue, das ist Englisch. Also irgendwo aus Großbritannien wahrscheinlich. Oder USA, ne? Okay, das ist das gute Stück. Okay, sieht man das überhaupt? Weiß ich nicht. Hinten ist es heile, vorne ist eigentlich auch heile. Der Rahmen hat ein paar blöde Stellen, wo der kaputt gegangen ist. Den könnte man also ersetzen. Und die Batterie geht, bläst sich auf. Und deshalb müssen wir die auf jeden Fall wechseln. Dann natürlich das Ladekabel und der normale Stüssel, den man so hat, wenn man so ein iPhone kriegt hier. Und das reparieren wir jetzt mal. So, dann schrauben wir das Teil mal auf. Ich habe vergessen, weiter aufzunehmen. Und ja, dieses iPhone 12 Mini ist jetzt schon in seinem neuen Gehäuse. Neues Akku ist auch schon drin. Und ja, das Einzige, was wir jetzt noch zusammen machen können, ist den wasserdichten Kleberahmen drauf und das Ding zuschrauben. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Also lasst uns mal loslegen. Die Batterien-Nachricht haben wir leider, können wir nicht ändern, aber sonst funktioniert das alles ziemlich gut. Dann schauen wir mal das fest und dann machen wir das Ganze auch zu. So, dann haben wir das 12 Mini auch fertig mit 64 GB, würde ich mal sagen. Genau. Und ja, es funktioniert wieder perfekt. Hat zwar diese Important Battery Message, wichtige Batterienachricht, aber trotzdem funktioniert es ganz gut. Oder, ja, perfekt, technisch. Und, ja, nur hier ganz oben eine ganz kleine Stelle. Die sieht man aber gar nicht bei Benutzung. Und, ja, das ist das iPhone 12 Mini. Ciao.